Ja, ich denke, wir haben vor allem die ersten 20, 25 Minuten richtig gut angefangen, haben uns viele Torchancen gehabt, die wir leider nicht verwertet haben. Die hätten wir eigentlich verwerten müssen, zumindest sagen wir mal die Hälfte. Auch über außen dann auch Sabitzer, der dann zu früh abschließt, obwohl er dann innen, wenn er weiterläuft, noch zwei Mann freistehen. Cutlets zweimal, Jagba, Aigner. Das haben wir verpasst und dann kannst du natürlich, ist klar, dass Freiburg dann auch wieder kommt, weil die können einfach gut kicken, das machen sie gut. Die kannst du nie ganz weghalten von dem Tor. Und 0-0 war schade natürlich für uns, dass dann Freiburg nochmal kommt. In der zweiten Halbzeit haben sie uns dann auch teilweise reingedrängt, hat ein bisschen auch bei uns dann auch die Kraft gefehlt, beziehungsweise die Präzision in den Kontersituationen. Nur das Tor dürfen wir natürlich so spät dann einfach nicht mehr bekommen. Ja, aus so einem Ball darf kein Tor fallen. Es waren mehrere Situationen, so Standardsituationen, die vielleicht gefährlicher waren als die Situation. Da dürfen wir den Ausgleich nicht mehr bekommen. Aber wir haben dann nochmal die Chance, vorher schon die Chance gehabt, durch Rust, dass wir eigentlich 2-0 machen, dann wäre es gegessen gewesen. Aber haben wir leider nicht gemacht und haben aber nach dem 1-1 nochmal die Chance durch Lakic, dass wir den Siegtreffer erzielen. Auch eine Riesenchance wieder gehabt. Also insgesamt bin ich nicht zufrieden, dass wir hier unentschieden gespielt haben. Ja, gut, das hat er halt so gesehen mit Flummi. War für mich ein gewonnener Zweikampf, also war natürlich nie. Der erste kann man geteilter Meinung sein. Ich sehe es natürlich als Frankfurt-Trainer so, dass er reingelaufen ist in ihn, aber gut, hat er halt gelb. Aber das zweite war für mich ein Zweikampf, war klar, gewonnener Zweikampf, da war keine gelb-rote Karte.